Hallo zu einem neuen Lernvideo über Redoxreaktionen. Und zwar soll dies ein Einführungsvideo sein, und zwar für Redoxreaktionen im sauren Milieu. Grundsätzlich gilt, dass bei Redoxreaktionen Oxidation und Reduktion stattfinden. Oxidation bedeutet, dass Elektronen abgegeben werden, wodurch sich die Oxidationszahl erhöht. Bei der Reduktion kommt es zur Aufnahme von Elektronen, dadurch wird die Oxidationszahl erniedrigt. Bei Redoxreaktionen gibt es Oxidationsmittel wie beispielsweise Wasserstoffperoxid, H2O2 oder Kaliumpermanganat, KMnO4, und diese werden in der Regel reduziert. Als Reduktionsmittel verwendet man beispielsweise Natriumsulfid, Na2SO3, und Reduktionsmittel werden bei diesen Reaktionen oxidiert. Gut, jetzt zur Durchführung. Man geht in drei Schritten vor. Erstens mal, man bestimmt sich die Oxidationszahlen. Dazu gibt es ein eigenes Video auf meinem Kanal. Wer mit Oxidationszahlen noch nicht vertraut ist, kann sich das Video ansehen. Ihr seht, findet den Link unten in der Infobox. Dann, im zweiten Schritt, bestimmt ihr Oxidations- und Reduktionsmittel. Und falls die Halbgleichungen noch nicht gegeben sind in der Angabe, muss man sie sich zunächst aufstellen und dann in weiterer Folge eine Halbgleichung für die Oxidation und für die Reduktion getrennt aufstellen. Und im letzten Schritt, und das ist mehr oder weniger fast das Allerwichtigste, man muss die Massenbilanz und die Ladungsbilanz ausgleichen. Das muss immer ausgeglichen sein, denn nur so kommt ihr auf das richtige Ergebnis. So, wir werden mal mit einem Beispiel beginnen. Und zwar für Fortgeschrittene könnte so ein Prüfungsbeispiel lauten: Für die Synthese von Natriumchlorid soll Chlorgas Cl2 mit Hilfe von Kaliumpermanganat, KMnO4 und Salzsäure hergestellt werden. Stelle die Reaktionsgleichung auf und bestimme Oxidations- wie auch Reduktionsmittel. Gut, dann sollte man, wenn man schon sehr, sehr geübt ist, könnte man relativ rasch auf die Gleichung draufkommen. Das wäre im Endeffekt das noch unausgeglichene Ergebnis. Aber wenn ihr mit der Sache noch nicht so vertraut seid, dann lege ich jetzt nochmal die Angabe hierher und zeige euch, wie sozusagen das Ganze aussehen täte. Und zwar, wenn wir hier jetzt sozusagen jetzt hier Halbgleichungen haben. Oft werden bei Prüfungen auch nur die Halbgleichungen aufgegeben und dann ist die Sache relativ einfach. Aber wenn wir jetzt hier sehen, sozusagen Chlorgas soll entstehen, dann brauchen wir hier das Kaliumpermanganat, MnO4, da wird jetzt nur das Anion angegeben, Cl- stammt von der Salzsäure und wir haben dann als zusätzliches Reaktionsprodukt neben weiteren Manganchlorid soll das sein. Wie man auf das kommt, das zeige ich euch jetzt. Und zwar, indem wir uns jetzt ganz einfach mit Hilfe der vier Punkte, die ich euch vorher beschrieben habe, jetzt auseinandersetzen, wie wir diese Reaktionsgleichung lösen. Gut, zunächst Punkt 1, wir bestimmen uns die Oxidationszahlen. Das machen wir hier mal folgendermaßen, und zwar beginnen wir mit dem Sauerstoff, der hat grundsätzlich minus 2 und das Mangan, jetzt müssen wir feststellen, wie viel das ist. Wir haben hier eine negative Ladung. 4 mal minus 2 ergibt minus 8. Dann ist Mangan plus 7, denn es muss minus 1 herauskommen. 7 plus minus 8 ist minus 1. Gut, im weiteren Schritt, ich zoome mal ein bisschen näher ran, haben wir jetzt hier das Cl- von der Salzsäure, das ist leicht, das ist einfach nur minus 1. Dann auf der Produktseite Chlor elementar, einfach nur 0. Und Mangan zweifach plus wird zu plus 2. Das wäre jetzt mal hiermit erledigt. Und jetzt gucken wir uns mal an, was wird denn oxidiert und was wird denn reduziert. Und da rufe ich nochmal in Erinnerung, dass wir hier sozusagen bei der Oxidation die Oxidationszahl sich erhöht und bei der Reduktion wird die Oxidationszahl erniedrigt. Das heißt, wir müssen hier einfach mal nur gucken, welche Zahlen sich verändert haben. Wir haben hier Mangan plus 7 und Mangan geht auf plus 2. Das heißt sozusagen, hier findet eindeutig die Reduktion statt.
beim Cl minus, minus 1 geht auf Oxidationszahl 0. Das heißt, hier erhöht sich die Oxidationszahl und wir haben hier sozusagen die Reduktion. Das kann man jetzt hier mit Pfeilen einzeichnen. Hier haben wir die Oxidation, das kürze ich hier ab. Und hier haben wir die Reduktion. Und nun gehen wir zum nächsten Teil über. Wir stellen die Halbgleichungen auf. So, das kürze ich immer so ganz gerne ab. Oxy, und zwar Cl- wird zu elementarem Chlor. So, jetzt brauchen wir unsere Massenbilanz. Die müssen wir ausgleichen. Wir haben hier zweimal das Chlor, daher brauchen wir hier zweimal sozusagen Cl-. Jetzt müssen wir gucken, wie viele Elektronen übertragen werden bzw. abgegeben werden. Und zwar, wir haben hier oben minus 1, das Ganze hier zweimal. Das heißt, hier haben wir, schreiben wir auf die rechte Seite, das ist bei der Oxidation immer so, 2e- dazu. Gut, ich mache mal die Reduktion mit einer anderen Farbe. Reduktion. Dann nehmen wir uns jetzt das Permanganat-Anion vor. MnO4-. Das wird zu Mn zweifach plus. So, plus 7 und wie viel ist plus 2? Ganz einfach, wir geben hier 5 Elektronen hinzu. So, ladungsmäßig sind wir im grünen Bereich, aber uns fehlt die Masse noch. Und zwar ist es ganz entscheidend bei Redoxreaktionen im sauren Milieu muss man mit H+ und Wasser ausgleichen. Und hier gibt es eine Regel, und zwar auf jener Seite, wo die meisten O-Atome stehen, kommen die H+ hin und auf der rechten Seite schreibe ich das Wasser. Das heißt, nochmal, dort wo die meisten O-Atome stehen, kommen die H+ hin und hier kommt das Wasser hin. Und jetzt muss man einfach, hoppala, nur zusehen, dass man das jetzt auch noch mit der Massenbilanz hinkriegt. So, wir haben jetzt hier insgesamt viermal den Sauerstoff, hier haben wir ein einmal, das heißt, wir machen hier eine 4. Viermal Sauerstoff ist vorhanden, viermal Sauerstoff ist da. Und jetzt müssen wir hier mit H+ ausgleichen, und zwar 4 mal 2 ergibt 8. Und wir wären jetzt praktisch hier mal fertig. Noch nicht ganz, denn wir müssen uns jetzt die Elektronen vom Leib halten. Die müssen jetzt mal weg. Und zwar, indem wir hier und hier praktisch jetzt multiplizieren. Und zwar müssen wir auf den gleichen gemeinsamen Nenner kommen. Das ist der gleiche gemeinsame Nenner von 2 und 5. Das wäre 10. In dem Fall diese Gleichung mal 5 multiplizieren und diese Gleichung mal 2. Und da ich jetzt hier fast keinen Platz mehr habe, nehme ich mal ein neues Blatt. So, ich habe es hier nochmal etwas schöner aufgeschrieben. Wir gehen das Ganze jetzt mal Schritt für Schritt durch. Und zwar 5 mal 2 sind 10. 10 Cl minus. Dann sind wir jetzt hier mal fertig. Oxidations- und Reduktionsseite gehören sozusagen auf der linken Seite hier zusammen. Ich mache mal hier den Pfeil hin, um euch zu zeigen, diese Seite steht immer links und diese Seite steht immer rechts. Dann geht es jetzt hier weiter. Plus 2 mal Permanganat, 2 MnO4, weiter. Plus 2 mal 5 sind 10, sind 10 Elektronen. Plus 2 mal 8 sind 16, das steht jetzt hier auf der linken Seite. Also nochmal Oxidations- und Reduktionsteil, linke Seite, hier und hier steht dann immer da. Und jetzt gehen wir zur rechten Seite über. Das heißt 5 mal Chlor, elementar, plus 10 Elektronen, plus
zweimal Mangan, zweifach plus, plus 8, upsie, 8 H2O. Und jetzt könnt ihr die Elektronen schlicht und ergreifend wegkürzen. Und viele Lehrer wie auch Professoren geben sich oft damit zufrieden, dass man das Ergebnis als Halbgleichung einfach stehen lässt. Das heißt, in diesem Fall hätten wir jetzt als Ergebnis 10Cl minus plus 2 mal das Permanganat plus 16H plus, und das wird zu 5Cl2 plus 2Mn2 fach plus plus 8H2O. So, nun checken wir, ob das auch stimmt. Fangen wir mit dem Chlor an. 10 mal Chlor links. Mal hier drüber schreiben. So haben wir das insgesamt 10 mal. Und 5 mal 2 sind 10. Ebenfalls 10 mal das Chlor ist mal fertig. Gucken wir uns das Mangan an. Hier Mn, das Ganze 2. Hier ebenfalls 2. 2, 2. Nochmal zur Überprüfung. Das passt. Dann gucken wir uns den Wasserstoff an. 16H Atome links. 8 mal 2 sind 16. Ebenfalls vorhanden. Und der Sauerstoff steht mit 8 mal hier zu Buche und hier ebenfalls 8 mal. Also 2 mal hier der Index mal 4 ergibt 8. Und hier 8 mal 0, hier Index wäre 1, wäre hier ebenfalls 8. Das heißt, das wäre im Großen und Ganzen das Ergebnis, mit dem sich viele Lehrer und Professoren einfach auch zufrieden geben. Im nächsten Schritt, wenn man sich das etwas schöner aufschreiben möchte, dann kann man das weiter wie folgt behandeln. Nur auch für da brauche ich mal einen neuen Zettel. Okay, hier nochmal etwas schöner aufgeschrieben. Und zwar müssen wir jetzt mal gucken, von wo denn eigentlich diese Halbformeln hier stammen. Und zwar, wenn wir jetzt hier ansehen, 2 mal MnO4, das war nichts anderes als 2 mal das Kaliumpermanganat. H+ steht immer für eine Säure und wir hatten die Salzsäure, die hat die Formel HCl. Jetzt haben wir hier zwar 10 und 16, aber an und für sich zeigt uns das H+ die Anzahl der Säure. Das heißt, wir nehmen hier jetzt mal 16HCl plus 2 mal Kaliumpermanganat und behalten uns jetzt mal die 6. Hier stehen nämlich jetzt nicht 16Cl minus, sondern nur 10Cl minus. Das heißt, wir behalten uns mal hier die 6 fehlenden Cl minus Anionen im Kopf und schauen jetzt hier weiter. 5Cl2 plus, und was ist das hier jetzt? Mn2fach plus, wenn wir sozusagen Salzsäure einsetzen, dann müssen Chloride auf der rechten Seite entstehen. Das heißt, wir haben jetzt hier mal 2 mal Manganchlorid. MnCl2 plus 8H2O. So, und dann werden wir drauf kommen, dass hier doch etwas fehlt. Und zwar gehen wir es nochmal durch. Wir haben insgesamt 16H, 16H, das passt. Wir haben Mangan zweimal, wir haben Mangan ebenfalls zweimal. Gucken wir uns das Chlor an. Wir haben hier 5 mal 2 sind 10, 2 mal 2 sind 4. Wir haben jetzt hier insgesamt 14 mal das Chlor, aber auf der linken Seite steht es 16 mal da. Das heißt, uns fehlt noch ein Produkt, und zwar hier, wenn ihr seht, das Kalium. Und zwar haben wir dann hier noch zusätzlich plus 2KCl. Und jetzt überprüfen wir die Sache noch einmal. Und zwar, nochmal, fangen wir mit den H-Atomen an. 16H, 8 mal 2 sind 16, es passt. Gehen wir zum Chlor über. 16 mal das Chlor links, 5 mal 2 sind 10,
2 mal 2 sind 4, 10 plus 4 sind 14 und hier noch das übrige Chlor, 2 mal und 14 plus 2 ergibt 16. Dann in weiterer Folge das Kalium, 2 mal Kalium links, 2 mal Kalium rechts, Mangan, 2 mal Mangan, 2 mal Mangan und der Sauerstoff, 2 mal 4 ergibt 8 und 8 mal 1 ergibt 8 und so wäre praktisch die Gleichung richtig gestellt. So, ich hoffe, das war einigermaßen hilfreich für euch und ich verabschiede mich. Tschüss, bis zum nächsten Mal.